Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Es wurde sich das neue Gyarados gewünscht. Und zwar habe ich das Deck von Samuel bekommen. Er fand sein Deck ja immer so unheimlich geil, wie er es in den Livestreams geschrieben hat. Es ist 1:1 kopiert. Wie sagt man so schön, sponsert bei Samuel. Ich zeige euch mal das ganze Deck. Musste mir natürlich noch zwei Gyarados ertauschen. Ich habe dafür mein Full Art Jesus geopfert. Ich weiß nicht, ob es eine schlaue Idee ist, denn ich habe Full Art Jesus hat jemand zwei Gyarados GX geboten. Könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, ob es sinnvoll gewesen war oder nicht. Denn Jesus benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht und irgendwann hätte ich so oder so wahrscheinlich die Full Art vertauscht. Irgendwann kriege ich wahrscheinlich noch eine oder eine Versus Leiter ist eine, dann hole ich mir da eine, dann habe ich safe eine für mich irgendwann mal. Aber ich denke mal, Jesus ist nicht so eine wichtige Karte, die ich unbedingt in Full Art brauche. Und wenn ich dadurch zwei Full Art Gyarados GX bekomme, denke ich mal, war eine gute Entscheidung. Eine Rainbow hatte ich ja schon gezogen. Aus der Rainbow hätte ich gerne drei Gyarados tauschen können, aber das würde ziemlich lange dauern. Daher haben wir das. So, ich muss erstmal warm werden mit diesem Deck. Ganz klar ist natürlich Gyarados kampffähig zu kriegen, weil es ist krass, denn 5 Energien für 100 Damage ist natürlich, finde ich, ein bisschen krass. Aber sobald ich eine Stadionkarte oder eine Stadionkarte verlege, beziehungsweise vom Gegner oder von mir, macht es 200 Damage. Und das kann das ein oder andere GX-EX-Pokémon one-shotten. Ja, ansonsten, ja, gibt's auch keine Kampfhander. Er benutzt halt auch keine Kampfhander mehr. Ich bin mal gespannt, wie ich hier mit diesem Deck umgehen kann. Daher würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die Praxis an und legen am besten auch direkt los. So, Versus-Kampf. Vergesst nicht, eure Wunsch-Pokémon in die Kommentare reinzuschreiben. Warte mal. Das ist, ist das ein Standard? Nee, war ja Flordelis drin. Gut. Denn nur mit den Hashtag Wunsch-Pokémon kann es eine neue Folge geben. Es wäre schön, wenn jetzt mal neue Leute mal was schreiben würden. Mittlerweile sind die Aufrufzahlen der letzten paar sehr, sehr gesunken, finde ich. Ich weiß es nicht, ob es an mir liegt, an die Person, also an mir, oder an die Pokémon-Wahl. Ich habe keine Ahnung, oder weil ich halt viel verliere. So ist es halt. Man kann halt in diesen Spielen nicht zu 100% mit jedem Pokémon hier gewinnen. Es spielt eine Glückssache mit. Und wenn ich sehr, sehr, sehr schlecht ziehe, etc., dann bringen mir so viele Draw-Supporter dann auch nichts mehr, wenn ich die einfach nicht ziehe. Okay. Wir haben Plätscherhügel. Und wir fangen nicht an. Okay. Ich bin überlegen, ob ich mir sofort Remoraid hole. Die Frage, was ich so ziehen werde. Was hat der Gegner denn? Der hat ein Ordoch, ein Boreus. Lugia. Wir kriegen Doppelfarblose. Habe ich Remoraid da? Ja. Wir haben Figarados. Wir haben alle Karten. Alle Pokémon. Hey. Ich glaube, ich mache das.
Spiel ist Shaman. Ich glaube, das sind immerhin nochmal zwei Karten, die ich ziehen kann. Abfaller. Könnte ich eventuell gebrauchen. Okay. Versuche ich mal mit Glück meine Hand zu behalten. Wir können gleich schon mal das Capodor schon gut ausrüsten, wenn Plätscherhügel da bleibt. Dann haben wir schon mal 4 Energie auf das Capodor. Da fehlt natürlich noch das Garrodos. Ah, okay. Remoraid. Das heißt, ich brauche Tausch, ne? Oder? Ne, Tausch haben wir Tausch hier drin? Was brauchen wir, um das Artillerie wegzutauschen? Okay, Hyperball. Das läuft gar nicht. Das läuft momentan nicht so gut. Ich habe gerade mal. Wir machen was ganz anderes. Schmeißen die beiden weg. Holen uns schon mal ein Gyarados, obwohl ich es nicht entwickeln kann. Mach schon mal das. Und der Gegner gibt auf. Wow. Ich habe noch gar nichts gemacht und der Gegner gibt auf. Jetzt muss ich noch mal gucken, habe ich Leichtstein Switch oder so drin? Oder muss ich tatsächlich nur mit Mana 4000. Naja, okay. Ja, Bromley. Okay, Bromley. Hätte ich mir noch holen können mit Pfaller. Aber so ein Switch wäre aber auch nicht schlecht. Okay, lassen wir es einfach mal. Wenn nicht, dann müssen wir tatsächlich auf Wasserkanal zurückgreifen. Wenn es nicht anders geht. Schauen wir mal. So, gucken wir uns kurz das Gegner an. Was hat er denn hier? 19, 20, 21. Okay, ein sehr gemischtes Deck, alles klar. Okay, die erste Runde ging an mich. Komischerweise hat der Gegner sofort aufgegeben. Hat das Gyarados GX gesehen und sagt sich, nee, damit will ich nicht kämpfen. Oh, wieder ein Vorteil, was Schwäche angeht. Das könnte vielleicht wieder ein Sieg sein. Also das ist auch Glückssache, dass man auch den Gegner mit Schwäche besiegen kann. Recht schnell. Eigentlich brauche ich gar nicht den 100er Angriff. Da reicht eigentlich schon so 140 Schaden aus. Okay. Ich fange nicht an. Wir haben Palkia. Palkia als Start ist gar nicht immer so verkehrt. Nur wenn man halt die passende Energie dazu hat. Wenn das Wasserturbo einen Doppelfarbplus gehabt hätte, ne? Oh mein Gott. Ein Plätscherhügel. Jetzt bin ich am Rätseln. Bin ich wirklich am Rätseln. Was mache ich? Hol ich mir direkt Carpador? Oh, ich muss wahrscheinlich Platan spielen. Ich würde sagen, ich spiele erst Platan und dann gucke ich, was aus dem Plätscherhügel rausbekomme. Obwohl, warte mal, ich spiele erst Plätscherhügel. Ich versuche es einfach mit einem Carpador.
Okay, Octillery habe ich. Wir haben alle Pokémon da. So. Ja, es tut mir leid, Superangel. Du bist das. Bist die einzige Superangel, die wird jetzt vernichtet. Ist auch ein bisschen doof. Oh mein Gott. Okay, das ist keine gute Hand. 1, 2, 3, 4, 5. Aber N. Oh, okay, Doppelfarblose kann ich anlegen. Eine Wasserenergie wäre mir eigentlich lieber. Obwohl, ich sag mal so. Ich kann Palkia noch zur Not opfern. Energie. Ja, Schubenergie. Wir holen uns jetzt gleich mal Remoraid. Oh, okay, wir haben schon ein kampffähiges Carpador. Oder auch nicht. Schade. Ja, keine Ahnung. Wasserkanal. Auch nicht schlecht. Aber ich muss endspielen. Die Karten, die bringen mir gerade gar nichts. Ah, okay. Sagen, wir ziehen jetzt erstmal ein paar Karten. Oh, Top-Elixier. Jawohl. So, dann Hyperball. Ich würde sagen, ja, für den ganzen können wir das gut nehmen. Wir holen uns jetzt schon mal einen Gyarados. Remoraid hätte ich sowieso nicht entwickeln können, weil ich das gerade erst gelegt habe. Okay, damit haben wir schon mal einen Gyarados. Und können sogar angreifen. Mit 200 Damage Schaden ist das Totonauta eigentlich recht down. Und alles, was danach kommt, eigentlich auch. Er hat zwar keine Heilung drin, aber mal schauen wir mal. Warum geht er wirklich jetzt auf den Brandverstärker? Ich würde sagen, ich gehe jetzt auf Manaphy. Spiel Platan. Und Octillery, nice. So, wie sieht's damit aus? Leider nicht. Okay, Palkia opfern wir. Okay, da habe ich doch ein bisschen... Naja, okay, okay. Naja, ist okay. Zwei Energien. Ja, passt soweit. Wir haben Bromley, das heißt, wir können Victini gut schnell ausschalten. Aber ich denke mal, wir werden uns jetzt erstmal um das Totonauta kümmern. Weil das eigentlich am gefährlichsten ist als 50 Damage, die ich mit Gyarados kassiere. Das ist erstmal mein Plan. Also ich hätte nur die Schubenergie genommen. Okay, Brandball. Also jetzt will ich die Schubenergie nutzen. Oh! Ninja-Junge, was kommt jetzt an? Okay, ein Totonator, ne? Okay, dann zwei Totonators. Ein Entei. Okay. Mit Ninja-Junge hätte ich natürlich nicht gerechnet. Okay, dann war es gar nicht mal so verkehrt für ihn. Magieflamme. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, Sonja Jax.
benutzt er jetzt und geht auf das Pokémon, okay. Warte mal, ich ziehe erstmal was. Vielleicht ziehe ich einen Gyarados. Rapador. Ja, komm, wir spielen jetzt das einfach mal. Okay, Hyperball. Ich würde sagen, die Net brauchen wir erstmal gar nicht mehr. Daher holen wir uns jetzt ein zweites Gyarados. 140 reicht nicht aus, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, drakonisches Desaster. So. Okay. Totonato. Nochmal ein Ninja-Junge, aber auf ich glaube, ich hole mir gleich einen Victini. Achso, das geht also auch. Interessant. Okay, Evebrose geht jetzt nur auf Mollung. Auf Mizun dann nicht. Das ist die Frage, nimmt der Panzerfalle, werde ich jetzt meinen Gyarados opfern? Am Vierer, ach du. Okay, das ist auch wieder mal so einer der GX, was zusammenmüllt. Okay. Ja, ich würde sagen, wir holen uns das Victini. Hellflame. Hat jetzt gerade. Also wenn er Schmied hat, ist es gut für ihn. Ja. Wir gehen in Palkia rein. So, wir benutzen Bromley. Das Victini. So, ziehen wir auch noch mal ein bisschen. Oh, meine Karten gehen aber auch langsam zum Neiger. Wir kriegen Wasserpflaster. Gehen auf das Carpador. Okay. Ja, dann würde ich sagen, jetzt erstmal Kaskade. Okay, Gyarados. Ja, und dann würde ich mal sagen, haben wir eigentlich gewonnen. Mikroladung. Was schnappen wir uns denn? Ich würde sagen, das ist am Vierer. So, Hexenflackern. Handball? Ich wäre auf Amphire gegangen, weil Amphire einfach stärker ist als Brandball. Aber okay. Aber der hat sich gut, der hat gut gehalten, gut gespielt. Hat er auf jeden Fall. Er hat sich durchgesetzt.
Aber das Duell ist damit jetzt vorbei. Und wir entwickeln jetzt einfach nochmal. Haha, guck mal, wir können's. Ziehen uns zurück. Und drakonisches Desaster. One-Shot-Kill. Hätte selbst das ausgereicht, dann hättest du da so 200 Damage gemacht. Okay, gegen Schwäche ist es natürlich einfach. Ja, er hat sich aber gut durchgesetzt, muss man sagen. Muss man dazu sagen. 1000 Schaden. Das wäre die Wasserquest gewesen, ne? Krass. Okay. Zwei Wins. Es sind zwei Wins. Vielleicht haben wir jetzt einen anderen Gegner, der eventuell stark ist. Vielleicht, wie es aussieht, Metagross. Und Solgaleo könnte es eventuell sein. So, ich möchte anfangen. Kriege Mana für als erstes. Okay. Ja, dann muss ich halt Energie anlegen. Das nachher zu switchen. Oh mein Gott. Okay, es ist Solgaleo. Oh, das ist... eigentlich... okay. Es ist okay. Nicht 100%, aber es ist okay. Okay, dann legen wir da gleich eine Wasserenergie an. Schicke ich sie schon rein? Switche ich? Könnte im nächsten Zug natürlich schon... Solgaleo. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich spiele Platan. Als erstes machen wir das. Jetzt schwingen wir Hyperball. Holen uns einfach mal ein Carpador. Den Platan kommen. Bremerreit, ich spiele noch ein Carpador und ich mache jetzt schon mal den Rückzug. Und das andere Carpador lasse ich einfach noch auf der Hand. Okay, Cosmorum. Teleport bringt nichts. Okay, 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 okay. Ich mach Wasserturbo. Das reicht natürlich nicht aus. Vielleicht opfer ich... Ach nein, das ist das... Lunala. Oh, okay, Energie geht weg. Was ist denn das Metallische? Ah, vielleicht Metagross doch. Nee, das sind aber noch 140. Das reicht noch nicht aus. Filterschuss. Reicht noch nicht. Aber war knapp. Ist die Frage. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Hackendreist so. Opfer das Palkia. Ach du Scheiße. Okay. Die letzte. Gut, ey, ganz ehrlich, gut, dass ich Platan. Noch nicht gespielt habe. Was ist das Metall? Du hast doch noch Metall-Pokémon. Das sieht mich jetzt gerade doch.
Kann es Metacross-GX sein? Aber ich vermute mal, dass er jetzt auf den Mondscheinflügel geht. Das wäre jetzt am sinnvollsten. Seine Stelle. Ich würde an den Cosmog Energie anlegen und Mondscheinflügel benutzen und das auf Cosmorum legen. Also ich würde jetzt nicht mit Splitterschuss angreifen. Er würde gerade sagen, er spielt Mondscheinflügel. So, wer jetzt... Es wäre jetzt gut, wenn ich das Cosmorum einfach mal KO'en würde. Ah, schade. Wäre ja zu schön, um wahr gewesen zu sein. Na, ich spiele erstmal Platon. Was an. Top Elixir bringt mir doch eh nichts mehr. Das ist ja das Lustige daran. Reicht 70 Schaden aus. 6. Warte mal. 150. Ach, hallo, Octillery. Du hast dich in den Preiskarten versteckt. Ja, das tut jetzt weh. Das tut jetzt weh. Wenn wir das irgendwie überleben, dann machen wir das Lunala down. Aber am sinnvollsten wäre wieder mal, nicht auf den Splitterschuss zu gehen, Luftballuria. Weil geht auf den Mondschein. Das wäre eigentlich der sichere Play, um seine Energie zu behalten. Es ist immer noch nichts Metallisches drin. Das irritiert mich gerade, Frau Delis. Du hast gerade was gespielt, ne? Ja, er geht auf den Mondschein. Jetzt wäre es super gut. Gut. Viel zu gut. Mein Geschmack, muss man dazu sagen. Kann er zurückziehen? Weiß es nicht. Wir benutzen jetzt mal Sturm des Schreckens. Doppelfarblose geht weg. Ich benutze es jetzt einfach mal. Sanna. Also Flordelis wäre jetzt ganz gut oder halt Bromley. Es wäre schön, wenn ihr mal so langsam auftauchen würdet. Switch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
N. Garados! Garados! Garados. So, drakonisches Desaster. Und Bromley, das ist gut. Welcher Hügel haben wir? Superangel! Oh, Pflaster. Können wir gleich nutzen. Gut, Zenlong. Schnappen wir uns gleich. Ich mal so behaupten. Am besten mit Flordelis. Schade. So, Bromley. Oh, nice. Drakonisches Desaster. Wenn ich jetzt überlebe, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich meine Hand behalten darf. Aber der Gegner hat aber auch keine Stadionkarte gespielt, meine ich. Aber wir haben Plätscherhügel noch einmal bekommen. Wow. Das wird ein Hattrick. Okay, Splitterschuss. Gut gespielt. Ist okay. Ist okay. Okay, das war jetzt wirklich echt nice. Das war mal wieder nach zwei Folgen mal wieder eine gute Folge. Also, ich finde, das war eine gute Folge. Ich finde die letzten beiden Gift-Tage, also Donnerstag und Freitag, fand ich immer noch so mega krass, dass ich damit irgendwie gewonnen habe. Besonders der allerletzte Kampf, das war so aussichtslos und ich habe zweimal hinter. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Aufrufzahlen so niedrig sind und ich habe nicht verstanden, warum zu dieser Zeit einfach kaum Leute was in den Kommentaren geschrieben hat. Es hat einfach kaum einer was geschrieben. Sind meine Leute hier tatsächlich so in Anführungszeichen faul, was in den Kommentaren reinzuschreiben? Das geht ja bei den anderen YouTubern auch. Ich verstehe nicht, warum das bei mir so ist. Ich habe zwar jetzt über 1100 Abonnenten, ich bin für jeden Abonnent dankbar, aber irgendwie weiß ich nicht. Kommt aber auch nichts rüber. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ihr Leute wirklich keinen Bock mehr auf TCG habt. Das sehe ich auch anhand der Bewertung, an den Kommentaren und an den Aufrufszahlen. Weil das interessiert momentan. Also letzten beiden waren es gerade mal über 20 Aufrufe. Das ist nichts, ist das bei mir. Es ist halt nur schade, dass es momentan scheint wohl so ist, dass ihr momentan auch gerade keine Lust mehr habt, irgendwie zu schauen. Entweder liegt es an mir, dann solltet ihr mir natürlich in den Kommentaren schreiben, oder ihr denkt, das kann keine gute Folge werden. Und wenn ich damit verliere, dann wissen wir Bescheid. Die Kombination oder das Pokémon hat kein Potenzial dann.
Wahrscheinlich hat es Potenzial, aber es war einfach ein blöder Tag. Das passiert einfach. Also, jeder verliert in diesem Spiel. Selbst das beste Deck kann verlieren, wenn derjenige einfach nur schlecht zieht, schlechte Starthand hat, etc., etc., etc. Wenn irgendwelche Karten gepriced sind, die wichtig sind für den Lauf dieses Decks, kann man auch nichts dran ändern. Ich habe schon viele Gegner gesehen, die verzweifelt waren. Das Deck ist unheimlich mega stark, aber es sind Karten gepriced, die er brauchte. Er hat nicht die richtige gezogen. Und da dachte ich mir so, alter Falter, derjenige hat ultra Pech gehabt. Wenn ich so überlege, bei manchen Duellen, die ich hier schon hatte, wo ich Luck hatte und der Gegner so mega Unluck war. Leute, ihr müsst auch mal sehen, TCG ist ein... Ja, hat auch was mit Glück zu tun. Statistisch gesehen kann jedes Pokémon gewinnen. Auf irgendeine Art, aber manche Pokémon sind einfach so schwach für meins Erachten, die es einfach es nicht wert hat. Also, ne? Bei der Giftwoche habe ich schon mal aber gezeigt, es geht anders. Ja, wenn ihr das Projekt am Leben behalten wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr tun müsst. Ich suche das Bestmögliche, weil ich habe immer das Gefühl, ihr wollt immer die neuesten Karten haben und ich kann die nicht sofort bringen, denn ich habe keinen Account wie Dark Entry Gaming. Ich habe so einen Account nicht, wo ich alle Karten habe. Jede einzelne. Glaub mir, das wünschte ich mir, aber ich bezweifle, da ich überhaupt noch keinen Partner habe und meine Abo-Zahl und ganz anderen Zahlen sprechen wahrscheinlich dagegen, wenn ich die anschreibe. Ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Nintendo oder Game Freak oder wer auch immer hinter diesem Spiel sagt, ja, komm, wir schicken jeden Erdegelaufenen einfach mal ein Account, wo alles freigeschaltet ist. Direkt zu Beginn, alle neuesten Karten, Promokarten sind drin, blabliblub. Ja, ich gebe für euch hier Geld aus. Das mache ich nicht für mich. Das mache ich nicht für mich. Das mache ich für die Zuschauer, um zu zeigen, ich habe Bock auf das Projekt. Aber wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Wer bis hierhin angeschaut hat, hat diese Information jetzt erfolgreich gehört. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann.